So, und hier geht's munter weiter. Und jetzt werden wir unserem falschen Ruf mal gerecht und bringen mal wieder die Technik in den Fokus. In Form von Ralf, der mir schon vor langer, langer Zeit den Rang abgelaufen hat, was unterhaltsame Vorträge angeht. Und ich hoffe, er wird sich wieder steigern können, weil sonst wird das natürlich als Fail gewertet, ist ja klar. Es geht um nichts weniger als Ultraschall, das Projekt, was auch aus dieser Szene, aus dieser unserer Bewegung heraus so entstanden ist und sich bester Gesundheit erfreut, eine stetige Entwicklung gezeigt hat und eine ganze Menge Werkzeuge zusammengestellt hat, die das Podcasting doch sehr viel einfacher machen. Und ja, da könnte wieder etwas einfacher geworden sein, oder Ralf? Ja, schauen wir mal. Da schauen wir mal. Und ich übergebe an dich. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Du bist fertig, dann deine Bühne. Okay, vielen Dank. So, es gibt wirklich, wirklich viel zu zeigen. Von daher halte ich ein bisschen ran. Ich denke aber, dass ihr so in circa 20 Minuten schon ganz schön mit den Ohren schlackern werdet, was wir hier so haben. Kurze Frage mal in die Runde, da ja sehr, sehr viele jetzt zum ersten Mal hier sind. Wer hat überhaupt noch nie irgendwas vom Ultraschallprojekt gehört und kann das so gar nicht einordnen, worum es da geht? Okay, dann kann ich mich da ja wirklich kurz fassen. Das Grundziel ist es, ich habe es hier oben links hingeschrieben, die perfekte Podcast-Aufnahmesoftware zu designen. Wohlbemerkt nicht die weltbeste, ich denke, das wäre relativ einfach, sondern es geht um die perfekte. Wir sehen hier ein bisschen das Tableau der DAWs, wie ich es mal in so ein XY-Raster einsortiert habe, kompliziert zu benutzen, einfach zu benutzen, wenig Podcast-Funktionen, viele Podcast-Funktionen. Da sehen wir da so oben rechts, Hindenburg Pro schlägt sich da, finde ich, nach wie vor ganz formidabel, kostet aber 350 Euro. Unser Ansatz seit über 3 Jahren ist, dass wir Reaper nehmen, sehr gut erweiterbar, eine offene API-Schnittstelle. Man kann da gut drumrum bauen, viel themen. Und unser Mission Statement ist es quasi, Reaper da oben hinzuschieben. Wir sind da mittlerweile auch ganz gut unterwegs. Das Einfachste, was wir relativ früh im Griff hatten, war so dieser Tweet von Holgi hier. Meine Güte, sieht das übel aus, sofort löschen. Der ist einigermaßen legendär geworden. Er hat natürlich völlig recht. So sieht Reaper in etwa aus, wenn man es einfach frisch kauft und installiert. Das ist für Leute, die eigentlich mal nur eben ein bisschen Audio machen wollen, der totale Overkill. So wie es heute aussieht, ist da. Man sieht also hier so den Vorher-Nachher-Effekt. Was man also mit Software, die man themen kann, alles anstellen kann, ist doch schon ganz erfreulich. Dabei sind wir aber nicht stehen geblieben, sondern der zweite Part war der, dass wir sehr, sehr viele Features hinzugefügt haben, die wirklich podcast-spezifisch sind. Ich habe die traditionell immer so auf einer Übersichtsfolie. Da findet sich also all das, was wir so insgesamt für Features anbieten. Es kommt im lauferen Beitrag, aber wir werden dich noch ein paar davon wieder rausziehen. Von daher müssen wir die jetzt nicht hier Punkt für Punkt durchgehen, sind ja auch in Einzelbeiträgen und Videos von mir alle schon beschrieben. Worauf ich aber kurz eingehen möchte, ist der Claim, den ich irgendwann vor einem Jahr mal drangehängt habe, nämlich der leichte Einstieg, also anwenderfreundlich soll es sein, einsteigerfreundlich in das High-End-Podcasting. Was ist denn eigentlich High-End-Podcasting? Das habe ich mir zwar nicht als Trademark schützen lassen, ich glaube aber, dass man das durchaus mit ein bisschen Semantik und Sinn füllen kann. Und zwar habe ich mal hier ein paar Dinge aufgeschrieben, von denen ich persönlich denke, so ein richtiger High-End-Podcast sollte eigentlich diese Dinge hier enthalten. Und zwar, wenn möglich, eigentlich so alle gleichzeitig und alle kompromisslos. Dann ist es wirklich ein High-End-Podcast. Das heißt nicht, dass es nicht viele super andere Podcasts geben kann. Wenn man nicht live sendet, ist das total in Ordnung. Wenn man keine Kapitelmarken hat, ist es vielleicht nicht ganz so in Ordnung. Dann ist man so schon relativ weit weg vom High-End-Podcast, weil es einfach pures SEO-Gold ist. Ich werde nie verstehen, was irgendjemand gegen Kapitelmarken hat. Ja, also wenn ihr bei Google gefunden werden wollt, es gibt nichts Einfaches, als Kapitelmarken und Shownotes zu machen. Ich denke manchmal immer, die Leute, die da keinen Sinn drin sehen, die haben vielleicht auch so ein kleines Problem mit ihrem eigentlichen Content, den sie so produzieren. Wie auch immer, das sind alles so Kategorien, wo ich sagen würde, wenn die gegeben sind, dann kann man also mit Fug und Recht von einem High-End-Podcast sprechen und unser Ziel ist es, all das zu unterstützen und einfach zu machen. Von daher würde ich auch sagen, High-End-Podcasting ist die perfekte Umarmung von technischer Form und dem eigentlichen Inhalt, dem Content. Nur wenn beides wirklich stimmt und gegeben ist, es reicht eben auch nicht nur die Technik, es reicht aber meiner Meinung nach auch nicht nur der Inhalt, dann führt das Ganze wirklich zu einem magischen Amalgam.
Das, was ich jetzt geben möchte, ist ein Werkstattbericht. Das ist ein bisschen eine Neuigkeit. Normalerweise stellen wir immer schon sehr konkret die nächsten Releases vor. Wir sind diesmal noch nicht ganz so weit, was das Finishing angeht, trauen uns das aber trotzdem, weil wir euch noch nie irgendwas versprochen haben, was dann nicht auch so sich materialisiert hat. Und die zentralen Elemente wird es gleich hier live und funktionstätig fähig im Einsatz sehen. Von daher ist also keine Vaporware, sondern exakt so wird es kommen. Zunächst das harmloseste, der Begriff schneller. Zunächst einmal haben wir hier ein relativ gut greifbares Problem. Ich habe vor 2 Wochen mal eine Umfrage im Sendegate gestartet. Was für eine Version von Ultraschall setzt ihr eigentlich ein? Ihr seht unten rechts die Versionshistorie von dem, was wir bisher so released haben. Und da könnte man sagen, hey, das ist doch total töfte. 80% sind unterwegs auf unserer wirklich aktuellsten 2.2.2-Release. Das ist eine Zahl, da kann selbst Apple nur träumen. Die nächsten sind dann also mit 8% hintereinander. Das Problem ist, von derzeit vermutlich ungefähr 800 Installationen haben jetzt hier nur 40 Leute abgestimmt. Das sind auch noch die, die sich durch Selbstselektion gefunden haben und auch noch die, die halt im Sendegate überhaupt einen Account haben. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass diese Zahl 80% hier grober Unfug ist. Nach meinen Erfahrungen gibt es beispielsweise immer noch eine sehr breite Installationsbasis, die auf einer 1.3-Release unterwegs ist. Das ist also 5 oder 6 Releases hinten dran. Woran sehe ich das? An begeisterten Tweets, wo die Leute ihr Setup tweeten. Da sieht man nämlich immer links oben, was da eigentlich für eine Release-Nummer drin steht. Und dann denke ich immer, ja, das ist ja schön, dass ihr glücklich damit seid. Ey, aber Leute, das ist 2 Jahre alt, ja, und wir haben so viel Schönes, Tolles, Einfacheres seitdem gemacht. Das heißt, gerade diese zufriedenen Benutzer, denen wir einmal ein Problem gelöst haben, die profitieren dann signifikant weniger von unseren ganzen weiteren Erfindungen, weil sie einfach nicht mehr interessiert und weil wir keinen vernünftigen Kanal zu ihnen haben. Das werden wir mit 2 Punkten adressieren, nämlich zum einen werden wir einen Update-Mechanismus integrieren in unser Plugin, der also nach Hause telefoniert und nach Code gibt es schon eine neuere Version und dann einem dann darüber informiert. Und das andere, ein bisschen uncool, aber ich glaube, es ist dann auch im Jahr 2016 immer noch ein ganz valides Mittel, wir werden eine gute klassische Mailingliste aufsetzen, weil also die Leute auch einfach die Hemmschwelle, sich einen Account im Sendegate beispielsweise zu holen oder auf irgendwie Twitter nachzugucken, ist da was Neues, ist einfach zu groß und von daher gehen wir diesen etwas uncoolen Weg. Der zweite Punkt von schneller ist professioneller Schnitt. Ich arbeite ja auch zu Hause viel mit Softwareentwicklung, vor allem bei mir aber auch beruflich. Und so eins meiner Dogmas ist da immer, eat your own dog food. Ja, also nur wenn man die Sachen, die man irgendwie bastelt und konzipiert, auch selber täglich nutzt, werden die richtig gut, weil man nur dann sich selber darüber ärgert, was da alles schiefläuft. Nur ist es aber so, das wird vielleicht hier etwas bekannt sein, dass ich seit 3 Jahren keinen Podcast mehr produziert habe. Da kann ich nur sagen, it shows. Ich produziere gerade wieder einen. Es sind auch schon 5 Folgen im Kasten und der wird also wahrscheinlich dann relativ zügig auch das Licht der Welt erblicken. Und in dem Kontext habe ich aber zum ersten Mal wirklich mal wieder einen echten Schnitt an einer echten Podcast-Folge gemacht und würde sagen, meine Güte, ihr hättet mir echt mal sagen können, wie scheiße das ist. Ja? Also, meine Güte, da läuft schon so einiges schief. Von daher werden wir uns da also jetzt zur nächsten Release draufstürzen, dann nochmal ein bisschen Vereinfachung reinzubringen, dass man wirklich schnell und unkompliziert und besser schneiden kann. Wir werden das von 2 Ecken angehen. Das eine ist, das hat der Udo auch schon publiziert, die Fernsehmüll-Reaper-Scripts, wo wir einfach sagen, die Leute, die am besten schneiden können, sind die, die damit Geld verdienen müssen. Und die sitzen für uns als Inspiration häufig im Videobereich. Und er selber kommt halt von Avid, Videoschnittsoftware, und hat also einen Plugin geschrieben, beziehungsweise ein Mapping geschrieben, wie er also diverseste Funktionen von, wie er es von Avid kennt, von der Tastatursteuerung 1:1 auf einen Reaper-Schnitt übertragen kann. Naja, das werden wir vielleicht nicht alles 1:1 übernehmen, aber der grundsätzliche Ansatz ist, glaube ich, sehr gut. Ich denke, dass man mit einem guten Keyboard Setting wirklich gut und schnell schneiden kann. Die nächste Geschichte war ein Feature-Request von einem sehr geschätzten, hochseriösen Podcaster-Kollegen, nämlich Malik, das ist diese Person hier. Wer ihn nicht kennt, ihr solltet ihm folgen und seinen Podcast mal ausprobieren. Der hat einen Lifestyle-Podcast. Das ist, glaube ich, eine maßlos unterschätzte Kategorie. Er ist damit auf Platz 6 der deutschen iTunes-Charts eingebrochen. Wenn man sich jetzt fragt, wie schafft man das nur? Ihr könntet es mal mit einem guten Titel probieren. Das ist nämlich seiner. Ja,
Das scheint also doch immer noch zu funktionieren. Wie auch immer, wir hatten eine kleine Konversation. Er schreibt mich also auf Twitter so nebenbei an. Im Kern findet ihr das rechts oben. Er kommt halt auch aus der Videoecke und ihn irritiert es, dass, kann mir mal irgendjemand was zu trinken hochbringen, danke, dass man, danke, mit der Maus innerhalb der WAV-Files irgendwie nicht so richtig vernünftig in Reaper durch die Gegend markieren kann. Gucken wir uns mal einfach an, was das Problem von Malik ist und wie wir das in der nächsten Release lösen werden. Das Problem ist also schlicht, machen wir mal so eine Mehrspurgeschichte, dann den hier. So, eins der fundamentalen, für den schnellen Schnitt sinnvollen Features ist ja unser Ripple Cut. Das heißt also, wenn ich diesen ganzen Bereich hier weghaben will, dann markiere ich den, schneide den hier raus und sämtliche Spuren werden dann sofort rangerückt, sodass man also nicht irgendwie groß gucken muss, so wie ergänzt sich das. Da auch gleich so ein leichter, weicher Fade reingebaut wird, ist das jetzt wirklich auch schon ein gut hörbarer Schnitt, den wir hier gemacht haben. Müssen wir also gar nicht viel rumexperimentieren. Der Punkt ist aber, wenn ich jetzt hier eigentlich rüberfahren möchte mit der Maus, um das jetzt hier zu markieren, verschiebe ich diese Spur und verschiebe sie gegen die anderen Spuren. Und das ist tödlich, das will ich auf gar keinen Fall. So, um das zu vermeiden, muss ich hier oben die paar Pixel finden, in denen die eigentliche Markierungsfunktion geht. Aber auch nicht zu weit oben drüber, weil da setze ich dann Kapitelmarken oder fange an, die Sachen zu verschieben. Das heißt also, um irgendwie schnell was zu markieren, ist das Ganze ein ziemlicher Fail. Da hat Malik einfach mal recht. Das hätte mir auch mal jemand früher sagen können. Von daher haben wir jetzt eine Funktion, wie sie eigentlich in nahezu allen vernünftigen DAWs enthalten ist. Nämlich, dass ich hier so einen Pointer-Modus habe, der das umschaltet in Bezug auf so, jetzt kann ich also einfach irgendwo malen und die Timeline ist einfach immer festgefroren. Ja, ich habe also nie die Chance, irgendwas zueinander zu verschieben, sondern kann jetzt also einfach hingehen und sagen, so, das möchte ich hier entsprechend rausschneiden und bin dann wirklich effizient unterwegs. In Kombination mit unserer Mood-Funktion, die wir ja schon seit längerem eingeführt haben, habe ich so jetzt also wirklich eine schöne Kombination aus, ich gehe durch den ganzen Bereich durch und mach ständig einfach nur muten, schneiden, muten, schneiden. Ich glaube, das wird so die Schnitt-Experience tüchtig nach oben bringen. Danke, Malik, und darum haben wir den Button dann auch nach dir benannt. Das wird der TSB-Button werden. So, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Ihr dürft langsam anfangen, euch anzuschnallen. Lauter. Wenn man sich hier nochmal diese Definition von High-End-Podcasting anschaut, dann steckt dahinter leider auch immer ein gewisser Aufwand. Das heißt also, das alles fällt nicht vom Himmel und schon gar nicht viel zu vor 3 Jahren vom Himmel. Ich habe jetzt hier mal visualisiert, wie als ich noch gepodcastet habe mit den Wikigeeks, wie eine Toolchain aussah, wo wir am Schluss bei einer Sendung wirklich all das aktiv hatten. Ja, da hatten wir also zunächst mal Soundflower, was wir installieren mussten als virtuelle Soundkarten. Wir hatten dann die Audio-MIDI-Steuerung, damit das Ganze auch überhaupt im System reinhängt. Wir haben die Routing-Matrix, mit der wir das Routing herstellen. Wir haben ein externes Soundboard gehabt als App auf dem Mac, wo wir die Einspieler mitgemacht haben. Wir haben uns bei Xenim einen Account geholt und das entsprechend fürs Livestreaming angemeldet. Wir haben Nicecast laufen gehabt, dort den Server von Xenim eingetragen, dort wiederum die virtuelle Soundkarte aus Soundflower und der Audio-MIDI-Steuerung mit verknüpft, das Ganze unten im Routing freigeschaltet, sodass der Stream auch hört. Und wir hatten noch eine Live-Schaltung nach Göttingen über Skype mit einer digitalen M-1-Schaltung und das Ganze dann hinterher noch durch Auphonic durch. So sah die Toolchain aus. Und all diese Fenster waren gleichzeitig offen auf meinem Rechner, als ich einen Podcast gemacht habe. Das ist scheiße. Ja, es hat funktioniert, es war up and running und man kann es auch Leuten erklären, das habe ich in den Videos gemacht, da ist also Stück für Stück, wie man sowas aufbaut, aber Menschen sollen so etwas nicht sehen müssen. Von daher war so eins der Grundansätze von Ultraschall, was wir immer versucht haben, diese Toolchain zu vereinfachen und zu reduzieren. Ich abstrahiere die jetzt mal etwas, wo die verschiedenen Tools sind und ziehe die mal alle so zusammen und gehe jetzt mal ein bisschen kurz durch die letzten Releases durch, in was für eine Richtung wir ja eigentlich uns insgesamt bewegt haben. Wir haben halt gemerkt, okay, Reaper ist nicht nur eine DAW, sondern es ist eigentlich fast sowas wie ein Audio-Betriebssystem und damit kann man relativ viele Dinge rein integrieren. Das erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir halt das Soundboard als externe App losgeworden sind und direkt
als ein VST-Plugin mit reingeholt haben in Ultraschall. Ultraschall hat jetzt halt sein eigenes Soundboard. Dann das nächste, was wir gemacht haben, ist, dass wir Soundflower abgelöst haben durch unseren eigenen Hub, unsere eigenen virtuellen Soundkarten. Und dann mit der 2.2-Release kam ja Studio Link rein, womit wir Skype und die Audio-MIDI-Steuerung komplett losgeworden sind. Das heißt also, die Toolchain war zu dem Zeitpunkt schon erheblich einfacher. Man könnte sagen, dummerweise wurde damit auch der Hub wieder überflüssig. Schönes Stück Software, man muss auch sagen, Apple hat diesen ganzen Bereich Audio-MIDI-Steuerung nie richtig solide hinbekommen. Von daher, in Bezug auf die Stabilität, ist das jetzt eigentlich gerade das Setup, mit dem wir schon ganz solide unterwegs sind. Jetzt stehen da aber noch so ein paar orangene Bubble unten drunter. Schauen wir doch mal nach. Reden wir doch mal über Auphonic. Was macht Auphonic? Auphonic sorgt dafür, dass der Sound geil ist. Und alles, was jetzt gleich kommt, möchte ich so unter dem Label Standing on the Shoulders of Giants verstanden wissen. Das heißt also, wenn es Auphonic nicht gegeben hätte, würde es die nächsten 10 Minuten hier so auch nicht geben. Das Grundproblem sieht man ganz gut hier mit diesen beiden Wellenformen. Das obere ist eine Testaufnahme, in der ich alles an Fiesigkeiten mal reingesprochen habe, was so beim Podcasting in Bezug auf Aussteuerung Schall schlaufen kann. Das heißt, es ist mit einem relativ guten Headset eingesprochen, aber wir sehen von links über den Mittelteil bis rechts haben wir sehr unterschiedliche Lautstärken, weil beispielsweise halt das Schwanenhalsmikro mal unterschiedlich weit am Mund war, ja, was halt einfach so ständig passiert. Nicht so extrem, aber so extrem kann es auch durchaus mal passieren. So, das untere ist das, was passiert, wenn man exakt das obere Pfeil, das ist also wirklich jetzt echt hier, ist nicht irgendwie gemalt, durch Auphonic durchschiebt. Es ist so, als hätte es all diese Probleme da oben nie gegeben. Es ist einfach konstant durch und das Ganze dann eben auf eine Lautness von minus 16 hin optimiert. Wie kann man das jetzt simulieren oder was ist der Weg, um das nicht zu simulieren? Was man direkt sieht, ist, eine normale Normalisierung bringt hier oben überhaupt gar nichts, denn ich habe ja sogar schon übersteuerte Sequenzen rechts. Das heißt also, wenn ich jetzt einfach nur in der DAW sage Normalize, habe ich exakt das obere Bild und man hört nichts. Der klassische Ansatz zu sagen, naja, nimmst du halt einen Kompressor, ist aber eigentlich genauso schlecht. Was macht nämlich ein Kompressor? Er nimmt halt die ganzen Mittellauten und vor allem die lauten Passagen und drückt die runter, darum auch Kompressor. Ein Kompressor macht ja nie lauter, das ist ja ein Fehlglaube, sondern er macht erstmal immer nur leiser. Das heißt also, er drückt jetzt eben die mittleren und lauten Bereiche runter, sodass sowas hier entsteht. Und das wird dann in einem zweiten Schritt insgesamt wieder hochgezogen, sodass es zwar insgesamt dann gleich laut ist, ihr seht aber schon, ein bisschen auch hier so mit diesem blauen Balken, wo ich das runtergezogen habe, ich habe mal eben die Hälfte bis zu 80% der Soundinformation vorher weggeworfen, ja, unrettbar weggeworfen. Das ist einfach mal weg durch den Kompressor. So, und das hört man dann eben und dann kommt da dieser scheiß Sound raus. Auphonic macht das anders. Auphonic schaut halt wirklich genau im, ich weiß gar nicht, wie viel, wie der Timeframe da ist, Millisekunden, wie laut ist es gerade, zieht das entsprechend hoch und lässt die lauten Passagen aber so, wie sie sind. Ich hatte häufig Nachfragen, Auphonic schön und gut, aber ich möchte die ganzen Sachen nicht hochladen oder es ist mir dann doch irgendwie zu teuer oder es dauert zu lange. Kann man das nicht auch in Reaper Ultraschall machen? Und 3 Jahre lang war meine klare Antwort, nein, kann man nicht machen, denn uns fehlt genau ebenso ein Adaptive Leveler, der also über die Zeit hinweg schaut, was ist da gerade los und nicht einfach nur zusammenkomprimiert. Im Mai 2016 kam dann allerdings ein Effekt raus, der genau das jetzt in Reaper ermöglicht. Das ist das entsprechende Posting, wo ich da auch selber drüber gestolpert bin. Und der macht jetzt also Folgendes. Wir haben jetzt hier so eine Verlaufsform, wo man die verschiedenen Audioanteile sieht, wie sie sich wohin transformieren. Das sieht jetzt ein bisschen abstrakt aus. Das wird klarer, wenn man das mal in 3 Segmente unterteilt. Da haben wir nämlich links den Bereich von einem weichen Noise Gate, das heißt also sehr leise Passagen, wie eben Rauschen und Brummen, wird noch ein bisschen abgedämpft, aber nicht mit einem harten Noise Gate, wo alles abgeschnitten wird, sondern es wird nur noch ein bisschen runtergedrückt. Wir haben dann auf der rechten Seite einen sehr, sehr kleinen Bereich von Dingen, die wirklich zu laut sind und die man noch mal ein bisschen mit einem Kompressor bearbeitet, aber ihr seht schon, das ist eigentlich praktisch nicht notwendig. So, was aber, wo die eigentliche Musik spielt, ist dieser Bereich hier. Ob Expander da jetzt der richtige Begriff ist, darüber kann man streiten. Da ist sich also so die Literatur nicht so ganz einig, wie man das nun genau nennt. Aber dort werden jetzt also die entsprechenden mittellauten Passagen angehoben. Und zwar genau auf das Niveau der
Passagen, wo man hin will, nämlich diese -16 LUFS, das heißt also das hier. Und das Ganze jetzt auch noch so modelliert, dass es eben mit weichen Kanten ist. Das heißt, ich habe nicht diese harten Knicke in den Kurven drin, die man letztendlich, wenn man da genau hinhört, auch hören würde. Das ist eine deutliche Erweiterung gegenüber dem, was hier Apple schon seit längerem mit seinem IU Dynamics mitbringt. Da habe ich nämlich zum einen die harten Knacke, vor allen Dingen aber fehlt mir eben genau dieser spannende Bereich hier. Schauen wir uns das mal einfach in der Demo an. Ja, gleich. Ich muss erstmal hier... So, das, was ihr hier oben seht, ist genau das File, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Ich spiele mal eben die ganz laute Passage ab. Ein Sequenz in der... Okay, und so hören sich die leisen Passagen an. Die nächstlaute. Ja, also man hört schon, da ist was. Aber es ist halt einfach viel zu leise. Jetzt, wenn man sich das Ganze in Auphonic anhört... klingt es dem hingegen genauso. Eigentlich aufgenommen ist, ich komme jetzt also kaum über 30 dB drüber. Die zweite Einstellung ist... Ja, das ist schon echt super. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Der Punkt ist, wir können es jetzt genauso super. Das heißt also, ich gehe jetzt mal hin, nehme wieder meinen Ursprungstrack... und schalte jetzt hier mal unseren neuen Effekt dazu. Und hören wir hier mal rein. Jetzt liege ich bei ungefähr minus 18 dB in den Peaks. So ist meine ganz reguläre. Oh. Ja, wir können jetzt mal live hin und her schalten zwischen unserem Dynamic-Effekt und den vom Auphonic. Ist etwas mehr. Jetzt liege ich bei ungefähr minus 18 dB in den Peaks. So ist meine ganz reguläre Aussteuerung und auch zum Test. Ja, das ist schon dicht dran an der CD. Auch wenn man mal im Detail sich das anschaut und mal jetzt die Auphonic-Hüllkurve vergleicht mit dem, was wir daraus bauen. Ich habe jetzt also auch jetzt meinen Effekt mal rausgerendert. Ja, dann seht ihr, ich würde jetzt hier nicht von bitidentisch sprechen, aber die Art und Weise, wie also hier die Qualität erhalten wird, ist also ziemlich exakt dasselbe wie das, was bei Auphonic rauskommt. Ich habe jetzt hier mal einen Vergleichschart gemacht, was wir jetzt können und was wir nicht können im Vergleich zu Auphonic. Und da sieht man, dass natürlich Auphonic überhaupt nicht müde war in den letzten Jahren und noch viele neue Sachen hinzugemacht hat. Und da möchte ich auch überhaupt gar nicht angreifen. Ja, also ich würde jederzeit sagen, das, was wir jetzt hier publizieren, ist genau eigentlich für den Fall, man hat schon eine ziemlich gute Aufnahme und möchte die einfach auf minus 16 Loops rausbringen. Man hat aber keine Lust, halt noch ein zusätzliches Tool einzubringen. Wenn es darum geht, ich bin in irgendeiner Kathedrale und will in Hall loswerden oder übersprechen vom Mikrofon und solche Geschichten, würde ich nach wie vor auf jeden Fall sagen, Leute, bleibt los bei Auphonic. Sowieso, wenn ihr das Geld habt, bleibt da sowieso. Ja. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich denke, da könnte sich das lohnen, doch mal bei uns vorbeizuschauen. Beispielsweise Parametrisierung. Wir können diesen Effekt halt auf jeder Spur einzeln parametrisieren. Das heißt also, ihr könnt beispielsweise das weiche Noise Gate genau auf eure unterschiedlichen Mikrofone feintunen. Ja, und genau auch die Kompression halt genau selber einstellen. Das ist halt ein Grad von Parametrisierung, den Auphonic so nicht bietet. Anderer Punkt und vielleicht ein Killer-Feature, wir sind echtzeitsfähig. Das heißt also, ihr könnt, wenn ihr das Ganze streamt, auch schon mit einer entsprechenden Dynamikanpassung rausgeben. Ja? Es ist dann nicht so gut wie in der Post-Production, weil er eben nicht das Ganze vorher berechnen kann, aber schon ziemlich vernünftig, was dabei rauskommt. Wo wir natürlich überhaupt gar nicht jetzt irgendwie mitspielen, sind Dinge wie Texterkennung oder Content Deployment, das ist klar. Ein kleines Goodie noch, weil eines der anderen Features, warum ja viele zu Auphonic dann gehen dafür, ist auch, wie bekomme ich denn die Chapter-Marks in die MP3s rein? Das werden wir auch haben.
Das heißt also, wir werden die Chapter Marks lokal in die MP3-Dateien reinschreiben, sodass ihr also am Ende wirklich ein publikationsfähiges Setting habt. Und als kleines Amuse-Gueule werden wir auch noch eine Markerverwaltung haben. Das ist hier ein Early Prototype, sodass man also bis zu 8 Klassen von verschiedenen Markern noch mit Sichtbarkeit an ausschalten kann, sodass man nicht ständig durcheinander kommt. Hier in der Kapitelmarkenverwaltung bin ich jetzt gerade in meinem Edit-Marker oder bin ich in meinem Past-Marker. Der Code dafür ist auch nahezu fertig. Sodass ihr also dann ein Gesamtpaket habt, womit man, glaube ich, schon ganz gut unterwegs ist. Wir nennen das Ganze Ultraschall Dynamics. Werden vielleicht ein bisschen Hauer dafür kriegen, aber gut. Und wir werden in eine Public Beta gehen, denn es gibt halt ein paar Stellschrauben, an denen man schrauben kann, und ich wäre sehr interessiert an verschiedenen Testmaterial, sodass wir also eine möglichst breite, möglichst viele Presets mitliefern können, die in unterschiedlichen Aufnahmesituationen Sinn machen, und die kann man ultra einfach distribuieren. Das heißt also, wir können irgendwo ein Git-Repository aufziehen mit verschiedenen Presets für verschiedene Mikrofone und so weiter. Okay, das heißt also, wir haben unsere Podcast-Toolchain schon wieder um ein Stück erweitert. Könnt ihr noch? Wollt ihr noch ein bisschen was? Weil jetzt kommt der echte Rock'n'Roll-Teil. Was steht denn da noch so? Kommen wir doch mal zum Punkt weiter und reden doch mal über Streaming. Das hier ist die Toolchain, wie sie bisher aussieht, wenn man live streamen möchte. Ja, man braucht halt Audio-MIDI-Steuerung und Nicecast und Xenem-Account oder irgendeine andere Streaming-Plattform, mit der man das Ganze macht. Unten rechts die Routing-Matrix. Ihr kennt das. Ich schalte jetzt mal das Live-Bild um in unsere jetzt zukünftige Toolchain für Streaming. Die sieht nämlich so aus. Das ist keine Symbolgrafik, sondern das ist ein Button. Und zwar ein Button in unserer ganz normalen GUI. Wie haben wir uns das vorzustellen? Machen wir doch mal eine kleine Demo. Und da ist es mir jetzt wichtig, dass ihr seht, was ich alles nicht mache. Von daher werde ich jetzt immer viel meine Hände gleich hochhalten, damit ihr nicht denkt, dass ich hier irgendwelche sonderbaren Tricks abziehe. Also ich starte Reaper und lege ein komplett leeres Projekt an. Das heißt, ich werde das jetzt eben hier löschen. Ich habe kein Preset geladen, ja, also kein irgendwie Ultraschall-Preset oder was auch immer. Hier rein lasse ich jetzt der Einfachheit halber mal ein... alles gut. Werde ich mal einen kleinen Song, den wir alle ganz gut kennen, reinfallen lassen. Ja, das ist Tonstudio-Timme, der macht so viele Tage. Ihr kennt den Song. Ich schalte jetzt mal das lokale Playback hier aus, das lokale Monitoring. Lass den Song jetzt aber, das heißt also, wir werden das jetzt erstmal nicht mehr über die Boxen hören. Lasse das Ganze jetzt ablaufen. Und da ist unser kleiner Button. Den drücke ich jetzt mal. Wurde er gedrückt? Ja. Das war's. Ihr streamt jetzt. Die Welt mit Volleyball zuckeln und Dennis kommt doch gleich. Also fährt. So, das ist jetzt, das ist echt und das ist live. Das heißt, diese URL hier könnt ihr jetzt eingeben in eure Smart Devices und könnt euch das Streaming angucken, genauso zu Hause an den Fernsprechgarnituren. Ihr habt hier den M3U-Link, den ihr entsprechend jetzt also in VST oder sonst wo distribuieren könnt, um das Ganze solide abzuhalten. Und das Ganze halt hier schon als Public-Webseite mit einer URL, die jetzt also weltweit in dieser Sekunde aufrufbar ist und streamt. Und das Ganze mit einem Klick. Wie erreichen wir das? Mach mal wieder aus hier. Man mag es vielleicht schon ahnen, der mit Abstand größte Energieschub, den wir so in letzter Zeit gehört haben, kam aus der Ecke von Studio Link. Und all das haben wir nämlich Sebastian zu verdanken. Er hat nämlich neben... Genau. Äh,
Was der Junge hier abrockt, ist wirklich ganz wunderbar. Ich mache dann ja nur noch den Knopf da rein. Es sind wirklich nur 5 Zeilen Lua. Ja? Also wir haben eine so elegante Implementierung gefunden. Es liegt nämlich als ein eigenständiger Effekt auf der Masterspur. Ja? Das heißt also einfach nur Effekt an aus und das war's. Es gibt keinerlei Abhängigkeiten zur Studio Link Remote-Aufnahme. Das heißt also, auch wenn ihr ansonsten gar kein Remote-Gespräch führt, ihr installiert das nächste Ultraschall, drückt diesen Knopf und könnt losstreamen. Kein Eingriff ins Routing notwendig, ja? Nichts mit irgendwie gucken, wo ist die Matrix und wie funktioniert. Kein Hauptgerät, kein virtuelles Device, kein Jack, gar nichts. Und das Ganze auf Mac und PC. Ja? So, das heißt also, ganz, ganz viele, die auch bisher wirklich jetzt mit Studio Link nichts am Hut hatten, oder überhaupt mit Live-Senden, weil es immer zu kompliziert war und wo soll ich mich anmelden, drückt einfach auf diesen Knopf, haut es auf Twitter raus und schaut, ob Live-Podcasten euer Ding ist oder nicht. Ja? Wir werden es umsetzen. So, das heißt, die Sache ist ganz schön übersichtlich geworden, aber da steht ja noch was. Kleiner Scherz. Das lassen wir da jetzt mal noch stehen. Ja, wir nennen das Ganze Ultraschall 3.0. Ich glaube, das ist gerechtfertigt für das, was wir nochmal so anziehen. Informiert euch hier in den eingängigen Quellen darüber, was wir vorhaben. Das Ganze läuft unter den bekannten Spielregeln. Reaper müsst ihr kaufen, 54 Euro. Ultraschall ist und wird immer umsonst und Open Source bleiben. Das Team ist erweitert um Udo, ne? Der macht jetzt tüchtig dabei. Wir suchen nach wie vor aber auch immer noch Neulinge. Und Release wird sein Anfang Dezember. Weil bis dahin muss ich es irgendwie fertig bekommen haben, weil bekanntlich ist dort noch ein anderes Datum, weil ich mich dort noch mit Ultraschall-Dingen der anderen Art und Weise beschäftigen muss. Das war's, vielen Dank. Applaus